wenn du dir einen Film im Kino anguckst. Sobald die Lichter ausgehen und der Abspann kommt, sind alle am aufgeregt. Wo ist mein Name? Im Studio dabei zu sein, das ist halt immer wieder was Neues. Also ich bin die Caro. Ich bin Nico Schnettke. Ich bin Julian Walter. Und ich mache jetzt seit 3,5 Jahren das duale Studium Kommunikations- und Medienmanagement. Und studiere derzeit im ersten Semester an der IST-Hochschule Kommunikation und Eventmanagement. Das Ganze aber in Form eines dualen Studiums. Hier bei den MMC-Studios. Also MMC ist natürlich ein großer Begriff. Die MMC ist ein Rundum-Dienstleister für Film- und TV-Produktionen. Jegliche TV-Produktionen wie DSDS, das Supertalent, die werden hier komplett eben wahrgenommen. Aber was uns halt noch mit auszeichnet ist, wir haben eine Abteilung, die baut Bühne. Also wir kümmern uns um Set-Design. Der Kunde kommt zu uns, hat eine Idee grob, wie das aussehen soll. Dann muss man sich natürlich überlegen, wie setze ich das Ganze um. Wir haben eine eigene Werkstatt, verschiedene Arten von modernen Sägen. Es müssen sehr, sehr viele verschiedene Gewerke müssen gleichzeitig arbeiten und das muss ineinander spielen. Das ist auch die Aufgabe der Projektleiter. Wir, also die Kollegen, die Projektleiter, wir sind das Bindeglied zwischen den MMC-Studios und dem Kunden. Meistens kommen die Kunden wirklich mit sehr wenig Kram, weil wir halt das Bühnenbild bauen, wir stellen die Technik, wir haben Personal. Also die kommen im Endeffekt mit ihrem kreativen Team. Ich muss halt nur sehen, dass der Kameramann im Endeffekt die richtige Kamera zum richtigen Zeitpunkt zur Verfügung hat. Es ist halt so, dass der Kunde hier hinkommt und so, wie wir es vorher mit ihm abgestimmt haben, so werden wir es dann durchführen. Ja, wir befinden uns hier in unserer Color Grading Suite. Und zwar können hier alle Filme nachbearbeitet werden, was die Farbe angeht, die Helligkeit, das Licht. Seitdem ich hier bin, in diesem Projekt mit drin, von der Projektplanung, wie wir uns das vorstellen, über Zeichnungen, wie das hier aussehen soll. Als wir dann in der Besprechung saßen und überlegt haben, wie wir das ein bisschen mehr an den Markt bringen können, habe ich mich eingeschaltet und habe gesagt, Leute, ich mache meine Bachelorarbeit einfach hier zu und ich gucke mal, was ich für Ergebnisse finden kann und habe im Endeffekt ein Marketingkonzept entwickelt. Kam sehr gut an, also die Geschäftsführung und auch unser Produktionspartner waren total begeistert und haben auch direkt die ersten paar Sachen umgesetzt. Ist schon schön, dann auch so ja, den finalen Schliff mitzubekommen. Ja, die Hauptgründe waren halt, unbedingt Vollzeitstudent sein wollte. Ich wollte auf jeden Fall nebenbei arbeiten. Für mich war das ganz klar, dass ich das eben so machen möchte und habe das auch keinen Tag bereut. Es macht viel mehr Sinn, das ganze Theoretische zu hören und zu lesen, wenn man tatsächlich auch in einem Unternehmen oder in der Branche arbeitet. Und das ist halt das Schöne am dualen Studium. Du bist halt wirklich nicht Vollzeit in der Uni, sondern ich bin hier Vollzeit am Arbeiten und studiere dual von zu Hause aus in Form von dem Fernstudium. Ich habe mich für ein duales Studium entschieden, weil ich einfach schon mal Berufserfahrung sammeln wollte. Man lernt auf jeden Fall eigenständig zu sein. Mir ist es wichtig, flexibel arbeiten zu können, hier auch in Form von flexiblen Arbeitszeiten. Genauso wichtig ist mir dann einfach auch im Studium flexibel lernen zu können. Das heißt einfach, ich setze mich heute Abend hin, aber ich mache morgen früh auch noch weiter. Also ich habe mir immer die Bücher erst durchgelesen, habe mir dann die Online-Tutorien dazu angeguckt, mir ein paar Notizen gemacht, Sachen angemerkt, wo man raushört beim Dozenten, die sind wichtig gerade. Ich fühle mich sehr wohl an der IST-Hochschule. Liegt einfach daran, dass man jederzeit einen erreicht, wenn es irgendwas gibt, was irgendwie zu klären ist, wenn ich mal eine Frage habe, ein Problem. Der Vorteil in meinen Augen ist, dass die Leute einfach sehr lange Zeit bei uns sind. Und anders als bei einem klassischen Studium, wir die Präsenzzeit bei uns in der Abteilung deutlich ausdehnen können. Wir haben lange Zeit, die Leute hier an das heranzuführen, was sie später machen müssen. Und das merkt man auch, dass wir früh Verantwortung übergeben können. Also ich sehe mich schon in der Medienbranche, im Filmbereich, vielleicht als Produzentin oder so. Bei mir ist alles noch recht offen und das finde ich auch total spannend. Also man kann halt so viele Zweige in der Medienbranche gehen. Ich mir einfach vorstellen könnte, hier wirklich auch lange, lange zu arbeiten. Es ist einfach überhaupt nicht eintönig, es ist nicht langweilig, es ist halt einfach extrem spannend, weil es immer wieder andere Produktionen sind. Deswegen könnte ich mir sehr gut vorstellen, in 20 Jahren auch noch als Projektleiter bei den MMC-Studios arbeiten zu können.